Ich möchte es nicht. Heute bereite ich Arschspeis mit Arschspeisgewürz vor. Butter habe ich drin lassen. Schaut her, Butter wird flüssig, wenn man es heiß macht. Ihr wisst ja, wie es gibt. Salz habe ich vorbereitet. Ohr habe ich schon aufgeschlagen. Ein paar Zwiebel hergeschnitten. Und natürlich ein Knofi eingefriert. Das sind 2 Kilo Packung. Da komme ich, glaube ich, 25 Euro aus damit, aber das passt. So, genau. Das müssen wir heiß werden. Den Zwiebel tun wir da rein. Ganz einfach. Ein wenig Knofi dazu. Und damit das Rest nicht aufgibt, gehe ich schnell eingefrieren. So, jetzt haben wir das alles eingefriert, das dauert jetzt bei uns so. Da haben wir einen Schaber, das ist ganz wichtig, da haben wir einen anderen noch. Da haben wir da, wie gesagt, das Gewürz, der Kass, früher Kass rein, gell? Schon mal Kass rein. Ja. Rahmkäse, schaut so aus, Lebensmittelpunkt, sonst gibt es nicht nirgends. Eisspeisgewürz gibt es auch noch bei mir, sonst auch nirgends. So, genau, das wird jetzt ein wenig, wird jetzt ein wenig warm. So. Ich weiß nicht, was ich euch erzählen soll, aber das dauert noch 2 Minuten, bis das einmal anzahlt. Da wenn ich langsam mit Platten. Na gut, weil ich sehe ein paar Erdnuss. Jetzt sind wir wieder weiter kochen. Da brauselt schon mal. Ich habe da alles jetzt vom Lebensmittelpunkt, die Zwiebel vom Lebensmittelpunkt, das Salz, Eisspeisgewürz sowieso, Ohr von Vielmal, das ist von Vielmal, Sonnenblattgewürz haben wir gesagt, der Kass, das ist ein Rahmkass, der ist bei mir, also beim Laden halt. Ja. Knofi gibt es auch natürlich und der Butter ist natürlich auch vom Laden. So, jetzt brauche ich das ein wenig, das dann ein wenig anbauen. Es wird ein bisschen leicht, die Farbe bleiben. Wenn man will, kann man es ablöschen, zum Beispiel mit einem Essig. Kann man ein wenig was rein tun, nur zum Spaß, nur zum Hübschen, also eigentlich wurscht. So. Das kann man auch rein. Weil angeblich, wenn man Essig nicht tut, dann macht es irgendwas. Habe ich gehört. Dann macht es irgendwas mit Zwiebeln. Und das wird besser, aber nicht viel, das möchte ich es so. So, man sieht eh, das wird schon so, hast du Papa da hat gesagt, ich muss was tun. So. So. So, jetzt wird es ein wenig, da noch ein wenig. So, ein Kast haben wir eigentlich, aber gleich zum Schluss. So, genau. Das ist eine Pause, oder was? Aus der Pause erzähle ich euch jetzt alles, was nicht reinkommt in den Torspeis, nämlich ein Joghurt kommt nicht in den Torspeis rein, kommt es aber im Laden natürlich. Erdnussmus tue ich auch nicht in den Torspeis rein, weil das war glaube ich nichts. Mandelmus kommt auch nicht rein, weil das hat keinen Sinn. Topfen ist auch ganz neu im Laden, aber da man nicht in den Torspeis. Schlagobers, Schlagrahm, sagt die Deutschen, da man auch nicht in den Torspeis. Was man schon ein bisschen rein tun, ist der Sauerrahm. So, jetzt haben wir das wieder in den Kühlschrank rein, weil das muss gekühlt sein. Hallo Leute, jetzt geht's weiter mit der Arschspeis. Jetzt macht ihr euch vor, jetzt haben wir die Ohren rein. Mit einer Gewürzhähne, dann da wir, was tun wir noch rein? Salz, ganz wenig, weil das ist hier schon im Gewürz auch irgendwas drin. So, dann haben wir eine Kasshähne, dann drehen wir da um. So geht das, gell? Seht ihr es, wie sie es haben? Das schaut wild aus, ne? So, wenn ich die Ohrstecher, wenn ich das ein bisschen so eine Mischung aus Rührei und Spiegelei, so halb Rührei, machen wir ein halb Rührei. So, das schaut so aus. Lauter Zutat vom Lebensmittelpunkt. Da haben wir volle Stufen, genau. Schaut so aus. Dann gehen wir einen Deckel drauf. Dann noch zurück auf Stufe 3. Und jetzt warten wir noch 5 Minuten. Ich bin wieder zurück. Ich habe da was ganz Besonderes, nämlich Strohhalm. Ihr kennt das, Strohhalm. Früher waren die aus Plastik, dann haben sie auch angefangen mit Dollar und mit Papier, weil es nicht mehr erlaubt ist. Aber das ist ein richtiger Strohhalm, nämlich aus Stroh. Richtiges Stroh. Den habe ich gewaschen, der ist hier neu. Jetzt zeige ich euch noch was. Die Strohhalme, die gibt es zum Kaufen. Biozertifiziert beim Bauern. www.biostrohhalme.co.at. Sind wirkliche Strohhalme drin. Ja? Die funktionieren wirklich gut. Und die kann man einfach verwenden. So, inzwischen ist ja die Arschbeiß schon ein wenig so. Nicht? Oh, jetzt sollen wir es werfen dran, was sagt ihr? Sollen wir es werfen dran? Sollen wir es probieren? Probieren wir es, probieren wir es. Also das ist jetzt eine riskante Geschichte, gell? Gehen wir jetzt mal so. Ah, naja, fast gelungen, aber halbwegs gut geworden. Hey, besser sie können, aber jetzt kommt der Sauerrahm. Jetzt haben wir so drauf. Sauerrahm, haben wir schon was aufgemacht, da haben wir jetzt ein bisschen was drauf. Das ist voll fein. So, Sauerrahm. Genau, komm gleich wieder. Den Sauerrahm streichen wir jetzt da drüber. Ne? Weil es gibt ein ganz gutes Geschmäckle. Gutes Geschmäckle. Es hat ein besonderes Geschmäckle. So.
Der Herd ist schon zurück, Draht. So, schaut sich das an. Ist das nicht der herrliche Eierspeis? Mit Sauerwärm, Sonnentorf, Eierspeisgewürz, Zwiebeln beim Lebensmittelpunkt und so weiter und so fort. Ohr natürlich, genau. So, das muss jetzt nur ein wenig abkühlen, also ein bisschen fertig dünsten, ja. Das dauert jetzt noch ein paar Minuten. Ich konnte ja keinen Witz dazu. Mache ich einen Witz dazu. So, die Eierspeise ist jetzt fertig. Ich sage mal so, der Hunger wird schon alle wie. Mahlzeit. Mahlzeit.